Samstag findet eine... Puh, jetzt bin ich wieder inkognito. Nein, ich glaube das Pferd nicht. Ist wohl besser, wenn ich es nicht mache. Sonst müsste ich ihn gleich wieder bestechen. Hey, wieso rennt der Typ da? Das ist auffällig. Bleib stehen! Ah, das Glück, dass mein Vater hier ist. Wechselnde Methoden, Sequenz 10. Mit wem redet Hafen da? Wir müssen wissen, was die Loyalisten planen, wenn wir dem ein Ende setzen wollen. Ich hab's versucht, aber den Soldaten selbst sagt man nichts mehr. Nur, dass sie auf Befehle warten sollen. Dann such weiter. Komm zu mir, wenn du was Brauchbares hast. Wir sind dem Sieg so nah. Ein paar wohlplatzierte Angriffe und dieser Krieg und die Herrschaft der Kronen sind zu Ende. Was schlägst du vor? Nun, momentan nichts, weil wir völlig im Dunkeln sitzen. Ich dachte, die Templer hätten überall Augen und Ohren. Oh, hatten wir. Bis sie anfingen, sie uns abzuschneiden. Dein Kontakt sprach von Befehlen von oben. Das sagt uns doch, was wir zu tun haben. Den Commander der Loyalisten suchen. Schlaues Kind. Ja, Daddy wird langsam stolz auf uns. Nur renn nicht gleich weg, ey. Boah, Daddy ist verdammt gut zu Fuß. Was machen die Soldaten hier? Die kranken Hunde erledigen? Ich töte... die kranken Hunde erlegen. Okay, ich töte den Hund. Du bist anscheinend krank? Ja, tatsächlich. Er hat Pocken. Oder, er hatte Pocken. R.I.P. Hund. Wo ist der nächste? Spring! Wenn ich mit meinem Vater laufen gehe, sieht das ungefähr so aus. Mann, Mann, Mann. So. Ah, das ist gleich ein Aussichtspunkt. Wie praktisch ist das denn? Hoffentlich bleiben wir aber hier rum. Habt ihr den Vorschlag erwogen? Ich bin nicht überzeugt. Sie zu verstärken, hieße New York schutzlos zu lassen. Schon so ist es schwer, die Ordnung aufrechtzuerhalten und halbiert. Doch wenn wir es nicht tun, rechnen Sie mit einer Niederlage. Und was dann? Sie hätten von mir kommen sollen. Sie drehen sich im Kreis. Nur durchs Zuschauen erfahren wir gar nichts. Was schlägst du also vor? Reinmarschieren und Antworten verlangen? Nun, ja. Hinterhalt! Connor, ein wenig Hilfe bitte. Okay. Die Kommande am Leben, Connor. Vielleicht wissen sie etwas. Die gelben Punkte müssen wir am Leben lassen. Ja, das ist scheiße. Ah, falsch Knopf, sorry. Ausweichen. Oh fuck. Ah, ich Vollpfosten. Oh,
Aber ich wollte ihn eigentlich nicht töten. Ich wollte ihn nur für den Moment unschädlich machen. Naja, noch einmal das ganze Spiel. Es gehen alle auf meinen Barter. Ah nein, der Typ geht auf mich. Ich brauche einen Schutz. Ja. Wir bringen sie in mein Quartier in Fort George. Wollen doch mal sehen, was die Herren wissen. Écoute wie écoute. Wirklich? Na, du solltest ihm wohl hinterher. Geh du. Ich bewache die Gefangenen. Nein, mach du es. Warum ich? Weil ich es sage. Jetzt geh. Wir diskutieren noch hin und her und der Typ rennt weiter. Na gut, den Vorsprung wieder gut machen. Na gut, weiter sind nicht gekommen. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Nein. Oh. Komm schon, spring! Nein, scheiße, was mache ich? Komm nicht näher! Oh, fuck. Haltet ihn! Da sind wir elend! An die Waffen, Männer! Schnell! Oh, endlich! Die Verstärkung ist zum Glück, er hat sich in Luft aufgelöst, vom Winde verweht. Was zur Hölle? Ich sagte los. So, komm. Warte, warte. Sag dir alles, was du willst. Alles! Nur zwing mich nicht dort hinein. Wir haben nur ein paar Fragen an dich. Wenn ich da rein muss, dann bin ich ein toter Mann. Da bist du, Connor. Ich befürchtete schon, du hättest dich verlaufen. Na dann kommt mit. Das Ziel von oben. Ah, nein, das ist was. Komm schon. Ja, jetzt bin ich der mal, der euch schubst. Oder versucht zu schubsen. Na, wie fühlt sich das an? Das ist kacke. Oder? Komm schon. Bewegung, Bewegung. Nicht einschlafen. Wieso bleibst du immer stehen, Junge? Sind gleich da. Nur noch einmal schubsen. Wie lauten die Pläne der Briten? Sie wollen raus aus Philadelphia. Die Stadt ist erledigt. New York ist der Schlüssel. Mit verdoppelten Truppen wollen sie die Rebellen verjagen. Wann fangen sie an? In genau 2 Tagen. 18. Juni. Ich muss Washington warnen. Siehst du, das war gar nicht so schwer, oder? Ich habe euch alles gesagt. Jetzt lasst mich gehen. Natürlich.
sagten das Gleiche. Es muss wahr sein. Du hast ihn getötet. Du hast sie alle getötet. Warum? Sie hätten den Feind gewarnt. Du hättest sie bis nach dem Kampf festhalten können. Was? Dabei Zeit und Geld verschwenden, damit sie versorgt sind? Was hätten wir davon? Sie hatten uns schon alles verraten. Du findest mich in Valley Forge. Der Typ hat absolut keine Menschlichkeit mehr. Irgendwie. Was gibt's nur für einen Schilling? Wo sind wir hier? In Österreich? Ein Schilling? Wir sind ja doch in Amerika. Wütende Bürger, zornige Bürger findet man überall in der Stadt, in der Gegend. Wo zum Beispiel? Da hinten? Bürger. Hier? Tumult an Zettel? Was habt ihr da bewacht? Törtchen? Schokoladentörtchen? Oder Granaten? Naja, ich muss ja jetzt nicht da rein. Für nichts und nochmal nichts. Ein Tumult angezettelt. Komm schon, Pferdchen. Ich brauch dich. Na, fuck off. Was war das denn? Ah, gut. Die zuerst abschütteln. Hat es da unten ein Versteck? Da oben? Da oben vielleicht? Klar will ich euch abschütteln. Was denn sonst, du Vollpfosten? Sonst was. Runter auf den Boden mit dir. Oh. Ah, gut so. Gott sei Dank. Na, nicht. Ich gehe so viel auf diese verdammten Kamine-Dinger. Wie heißen die? Ah, ihr wisst, was ich meine. So, zum Aussichtspunkt könnte ich noch kurz gehen, wenn die zwei Typen da nicht wären. Klar, die sehen mich noch. Im Ernst jetzt? So. Gut, klettere ich kurz da hoch. Was mit dir? Einen über den Durst getrunken. Oh, scheiße, die erkennen mich jetzt die ganze Zeit, ey. Stimmt die Uhrzeit? 10 Uhr? Könnte schon sein. Muss ich mal darauf achten, wenn's, ob sich die Zeit auch verändert. Dann sitzen wir auf den Goggle. Wir stehen auf dem Hahn. Ist auch wichtig, dass wir zu oberst oben stehen. Okay, wo ist der? Da unten. Ignoriert mich einfach bitte. Entschuldigung. Hier wäre auch noch ein Aussichtspunkt. Ups, ich werde sowieso gleich gejagt. Oh. Komm schon, kannst du nicht hier hoch? Witzig wäre, wenn die auch sagen würden, NYPD. Aber so weit sind die noch nicht. Weiter nach oben.
Oder reicht's, wenn ich hier bin? Nein. Wie komme ich denn weiter hoch? Ah, so, okay. So, nicht runterfallen! Oh, fuck, ey. Connor, was machst du für Scheiße? So, wieder auf den Hahn. Kurz noch einen Blick für die nette Atmosphäre hier und dann... Oh, scheiß mich! Scheiße! Oh, normalerweise ist doch immer ein Wagen mit Heu geladen in der Blickrichtung, in der man nach der Synchronisation steht. In dem Fall nicht! Naja. Es zählt trotzdem als synchronisiert